Wenn du bei diesem Witz lachst, ist dein Humor kaputt. In der alten Sowjetunion versucht ein amerikanischer Spion, sich einzuschleusen und das Vertrauen der Russen zu gewinnen. George Kiez hatte 20 Jahre lang für diesen Moment trainiert. Er beherrschte die russische Sprache inklusive einheimischen Akzent. Er lernte alle russischen Bräuche und Umgangsformen. Er lernte die Moskauer Straßenkarten auswendig und kannte jede Hintergasse, die es gab. Er schwor sogar darauf, dass er wie ein Russe denken konnte. Schließlich kam der große Tag und er wurde nachts mit dem Fallschirm am Stadtrand von Moskau abgesetzt. Bei Tagesanbruch startete er seine Mission und stieg in einen Bus, der ins Stadtzentrum fuhr. Genosse, wie viel kostet eine Fahrkarte zum Roten Platz? Fragte er den Schaffner in authentischem Russisch. 5 Rubel, mein amerikanischer Freund. Kiez war fassungslos. Hat er mich ertappt? Nein, vielleicht war der Schaffner nur ein Klugscheißer, dachte er sich. Er sprang aus dem Bus und fragte dann einen Passanten nach dem Weg zur nächstgelegenen Bar. Die ist gleich um den Block, mein amerikanischer Freund. Kiez' Zweifel wuchsen ins Unermessliche. Da er nicht wusste, was er tun sollte, ging er in die Bar und bestellte ein Glas Wodka. Möchten Sie ein paar Snacks zum Knabbern, amerikanischer Genosse? Fragte der Barkeeper. Kiez geriet in Rage. Was ist nur los mit euch Leuten? Ich kleide mich genau wie ihr. Ich spreche genau wie ihr. Ich denke sogar genau wie ihr. Warum glaubt mir niemand, dass ich Russe sein könnte? Der Barkeeper antwortet. Nun, wie soll ich sagen? Sie sind halt schwarz.